Jo, Tomek, hör mal, wir sind jetzt quasi live und du, ich spreche dir gerade die Sprachnachricht. Hör mal, hast du mich vergessen oder was? Du wolltest mir doch das Logo schicken. Hör mal, mach doch mal bitte. Wir sind jetzt live und wir haben kein Logo, Mensch. Kannst mich auch gerne anrufen, dann telefoniere ich mit dir live. Her mit dem Logo, bitte. Geil wäre auch, Maris, wenn das Logo kommt und wir das gleich direkt mal zeigen können. Es wird wahrscheinlich genauso aussehen wie das Logo jetzt. Nur ein bisschen anders. Ich wurde heute gefragt von einem Mitarbeiter, ob ich Follower gekauft habe. Ja, klar. Hast du wahnsinnig geantwortet? Ja, natürlich. Never! Natürlich habe ich gesagt, wie es ist. Mann, das ist aber ganz einfach, Mann. Wenn du musst halt so lange rumfummeln. Jetzt nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, weil so viele Follower haben wir jetzt nicht, aber die sind nicht gekauft. Außerdem ist das, glaube ich, nicht gut für den Algorithmus. Dann werden die Sachen, die du produzierst, ja gar nicht mehr wirklich gezeigt, ne? Beziehungsweise, ja, ich würde sagen, das hast du jetzt mal eben kaputt gemacht, ne? Boah, der Marius, ey. Verschleiß. Zwei linke Hände, genauso wie ich. Immer Daumen. Ja, also, das habt ihr jetzt hier nicht gesehen. Der Marius hat gerade hier vom Stativ, wie heißt das Ding? Die Handyklemme geschrottet. Ist natürlich blöd, wenn man live gehen möchte mit mehreren Kameras. Und die Handyklemme ist kaputt. Wir versuchen heute für euch ein neues, wie soll man es nennen, Format zu starten. Und ich spreche hier gerade ins Mikrofon und es ist total verrückt, seine Stimme in der Qualität selber zu hören. Im besten Fall wird es so sein, dass wir immer mal wieder live gehen. Es wäre super, wenn Patienten Röntgenbilder hochladen. Wir wissen noch nicht 100%, wo dieses Format primär ausgestrahlt wird. Vielleicht auf Twitch. Oder wir gehen bei YouTube live. Richtig, richtig gut wäre, wenn das so eine interaktive Fernsehsendung wird, Fernsehshow, obwohl es ja nicht im Fernsehen läuft, sondern YouTube oder Twitch-Show. Sehr gerne hätte ich auch Gesprächspartner. Sehr gerne hätte ich auch, dass die Redaktion, sprich Marius, Sachen vorbereitet, auf die wir reacten. Sehr gerne hätte ich, würde ich Röntgenbilder live besprechen. Sehr gerne würde ich mit der Community über Patientenfälle, Komplikationsmanagement, Misserfolge, Erfolge sprechen. Ihr könnt mich jederzeit anhauen, mich und mein Team jederzeit anhauen und wir beantworten euch Fragen. Nicht, dass ich irgendwie mehr Plan habe als andere Menschen, aber das eine oder andere ist schon mal gemacht. Ich glaube, dieses Format wird davon leben, dass wir einmal hier regelmäßig diese Wickbonbons essen. Punkt 1, nee, Spaß beiseite, dass es interaktiv ist. Ich werde mir Gesprächspartner einladen. Ursprünglich ist halt immer schwierig, jemanden zu committen, der so wie wir halt Handwerker sind, ne? Also du bist ja quasi immer irgendwie eingespannt, sei es beruflich oder familiär, da jetzt nochmal regelmäßig stationär Freizeit frei zu schaufeln, um Mehrwert-Content zu kreieren in einer Regelmäßigkeit, die wir so an den Tag legen, bedeutet, dieses Format soll mindestens einmal die Woche stattfinden. Und das fest mit einem Gesprächspartner zu machen, geht nur online, denke ich. Also wenn wir uns quasi vor den Rechner setzen und es so machen, da kann man auch mal überlegen, ob man das vielleicht so macht, ne, Maus? Immer mal wieder würde ich gerne über aktuelle Themen, die in der Praxis passieren, rund um den Praxisalltag reden. Meine Erfahrung mit oder ja mit Vorstellungsgesprächen. Ich hatte diese Woche zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch und ich hätte schwören können, das ist super gelaufen und war auch fest davon überzeugt, dass die potenzielle Mitarbeiterin zumindest anfängt, so wie wir auseinandergegangen sind, aber dann kommt doch wieder was dazwischen oder es kommt doch wieder anders und das vielleicht auch aufzuarbeiten und damit man auch selber ein bisschen weiterkommt. Cool wäre, wenn sich immer mal wieder Leute live dazuschalten und wir uns austauschen. Was kann man noch machen?
reacten, hatte ich schon gesagt. Ja, einfach, weißt du, im Grunde genommen, ihr müsst euch so vorstellen, hier die Straße runter sind 10 Zahnärzte. Wir sind heute in Willich, bei Marius im Büro. 10 Zahnärzte sind hier die Straße runter. Und es war gefühlt immer so, dass man das Gefühl hat, dass man sich gegenseitig nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln gönnt. Zumindest stand das mal immer so im Raum, aber das ist ja eigentlich absoluter Bullshit. Weil der Krieg findet ja immer hier zwischen den Kopfhörern statt, sprich zwischen den Ohren. Das sind ja deine Gedanken, ne? Die du hast. Und wenn jemand besser oder schlechter ist als du, beziehungsweise, ist Quatsch, wenn jemand besser ist als du, dann kannst du ja von dem was abgucken. Ja? Vielleicht können wir auch mal Maus ist vielleicht auch eine coole Sache, vielleicht können wir auch mal große Ketten analysieren. Wir waren ja jetzt in Berlin. Da könnte ich mal meine Learnings mit euch teilen. Ich könnte die Learnings aus dem Interview mit Yasin teilen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen unsere eigenen Interviews analysieren oder vielleicht auch sagen, dass wir Reels, die wir gemacht haben, auseinandernehmen und vielleicht mal versuchen, warum hat das mehr Leute angesprochen und warum hat das irgendwie weniger Leute angesprochen. Vielleicht auch mehr ins Detail gehen und Fragen abklären. Genau, das ist auch so eine Sache. Ich kann gar nicht bei Instagram mehr alle Fragen beantworten. Auch die Terminanfragen und so, sorry, aber da bleibt wenig Zeit für. An all die Patienten oder potenziellen Patienten, die mich bei Instagram anschreiben, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Darauf zu antworten, was ihr kommentiert. Darauf zu antworten, was wir für Anfragen bekommen. 10 Zahnärzte hier die Straße runter. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Also im Grunde genommen kannst du ja nur dich selber regulieren und du kannst ja nur selber zusehen, dass du nach vorne kommst. Und wenn jemand die Straße runter besser oder schlechter, sagen wir mal, besser ist als du, dann setz dich hin, analysier den und guck einfach, was der besser macht. Ja, oder versuch selber rauszufinden, warum jemand wirksam ist und warum jemand nicht wirksam ist. Ja, mit Yasin in dem Interview, wir haben darüber geredet. Im Grunde genommen ging es darum, warum bist du wirksamer als andere Kollegen zum Beispiel? Das haben wir sauber rausgearbeitet. Also das Ding wird sein, das soll ein sehr, sehr interaktives, wildes Format werden. Wichtig ist natürlich, dass ihr das so ein bisschen am Anfang ein bisschen supportet, weil am Anfang ist es immer schwierig, mit neuer Technik vor allen Dingen umzugehen. Es braucht wahrscheinlich ein bisschen Anlauf. Das Entscheidende wird sein, wenn das hier nicht funktioniert, müssen wir halt so lange rumschrauben, bis es halt funktioniert. Und das kann natürlich dazu führen, dass man auch sagen muss, ey, wir geben nicht auf, sondern wir schalten bewusst ab. Das wollen wir natürlich vermeiden. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welche Interviewpartner ich versuchen soll, vor die Kamera zu bekommen. Ich habe natürlich ein Interesse daran, dass das brutale Persönlichkeiten aus unserer Branche sind und die dann richtig quasi zu filetieren im Interview. Also zu synthetisieren, warum die wirksam sind. Das ist so, glaube ich, das Topic. Ja, warum ist eine Person wirksam? Was können wir uns von denen abgucken? Wo lagen die Herausforderungen? Wie haben die Herausforderungen gemeistert? Und ich werde versuchen, Interviewtraining zu machen. Weil das steht und fällt halt auch mit derjenigen Person, der den Interviewpartner quasi auch interviewt. Und meine Redeanteile, das werdet ihr merken, werden immer weniger. Und das ist auch gut so, glaube ich. Weil es geht ja nicht um mich dabei, ne? Sondern es geht einfach um die Sache. Wir haben jetzt 2 Entwürfe. Einmal so. So Krickelkrackel, Alter, was ist denn das? Oder so. Oder so. Ich weiß auch nicht, warum drüber. Hi Tomek, hör mal, ich habe gerade deine Dingens gesehen, deine Entwürfe. Ich finde den rechten cool, aber ich fände es cool, wenn Doc Tannon über Enfriends steht und wenn das so schräg ist, weißt du, wie es sonst auch ist. Aber sonst finde ich die Schrift cool. Das linke, das ist so ein bisschen wild, würde ich sagen, ne?
Aber ich kenne dich auch. Du wirst sagen, das linke ist zehnmal geiler. Ich finde das rechte cool. Aber kannst du das so schräg machen und dann drunter in Friends schreiben? Thank you. Ist auch so eine Sache, wenn du mit Designern, nennt man das Designer? Werbetechniker? Tomek ist eher so mit so einem Kreator, nee, Kreator, ja, einem kreativen, ein Kreativer. Hey, der kannst du nicht sagen, mach mal so, sondern da kriegst du einen Vorschlag und friss oder stirb. Ich hoffe, dass der sich darauf einlässt. Ach so, ja, genau. Und an alle Patienten, für die das eventuell relevant werden könnte. Im Grunde genommen kann heutzutage, okay, natürlich, wenn der Zahnarzt, die Zahnärztin jetzt nicht digital arbeitet, sondern wenn die Röntgenbilder noch analog sind, können die Röntgenbilder Ihnen euch einfach per E-Mail schicken. Und ihr leitet die dann entsprechend an uns weiter. Punkt 1, Punkt 2 ist auf der anderen Seite. Kannst du das Röntgenbild auch analog anfordern und dann machst du einfach ein Foto und schickst es per E-Mail. Das reicht meistens, ja, meistens aus. Oder die ziehen das einmal durch einen Kopierer oder Scanner und schicken es dir dann per E-Mail. Und in dem Moment, wo du uns die E-Mail mit deinem Röntgenbild schickst, gibst du mir quasi auch die Erlaubnis, dass ich darüber sprechen kann. Natürlich wird das alles anonymisiert. So würde ich es machen. So wäre der Workflow. Es bleibt weiter spannend und in diesem Sinne frohes Schaffen.